Die Anlegestelle zum Wahnsinn ist das. Ich bin ganz oben, oder wie das heißt. Hier werden wir jetzt gerade gleich Bier trinken. Geprost. Leute, Bergwandern im Alpinbereich, immer nur mit ganz leichten Sachen, mit Leichtgewicht hochlaufen und nicht mit zu viel Bier trinken. Und genauso wie der Abstieg, das muss ganz ausgeschlafen gemacht werden. Und man muss vorher ganz viel gefressen haben. Das ist ganz wichtig, damit da mehr Energie vorhanden ist. Ja, mehr wie 6 Kilo sollte man echt nicht mitnehmen bei so Steilwänden. Weil sonst ist der tödliche Absturz ist dann sehr nah. Da reicht ein einziger kleiner Fehler und ist das Leben sofort vorbei. Guten Morgen, wir sind wach. Wir haben hier unter dieser Brücke hier geschlafen. Unter dieser hier. Ich hatte die Brücke richtig zugeschnarcht. Ja, stimmt. Also ich stehe. Geile Akustik. Ja, ein bisschen. Und vor allem das Schallt hier rum. Das ist gut. Da hat man das Schnarchen doppelt so laut gehört. So rumgeschallt. Ja, da vorne, da fährt Zug durch. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Start kommt. Helmut schneidet mit seinen ranzigen Fingern feinste Rangsalami. Zum Fräsen. Feigt! Ach so, geprost. Wir gelaufen jetzt. Wir gelaufen jetzt zum Bahnhof rein. Um gleich Zug zu fahren. Ah, 18,75. 5,4. 6,4. So, wir sind gerade im Bahnhof reingelaufen und dann sind wir schon wieder rausgelaufen, um dort Bier zu trinken. Und dann sind wir schon wieder reingelaufen, um jetzt mit dem Zug zur Sächsischen Schweiz hinzufahren. Der ranzige Zug kommt an. Wir werden da jetzt rein einsteigen. So, wir sind hier in Bad Schandau angekommen. Und hier ist Premium-Luft, deswegen sind wir hier. Und aus keinem anderen Grund. Und Premium-Pilz zu trinken. Geprost. Und um Premium-Pilz zu trinken. Hier ist doch viel deutlich bessere Luft sogar. Mit den ganzen Bäumen und sowas, was hier rumwächst. Und dieses Gebirgslandschaft, oder was das heißt. So, wir sind gerade dabei. Wie heißt das nochmal? Wir warten auf diese Fähre, oder wie das heißt. Die Anlegestelle zum Wahnsinn ist das. Wir sind gerade dabei, mit so einer Fähre rumzufahren. Zum anderen Flussufer. Und dort gleich Berg zu klettern. Aber bevor wir Berg klettern, fahren wir mit der kleinsten Straßenbahn von Deutschland. Das werden wir gleich so richtig machen. Ich habe gerade Gasfilme geschissen. Riecht ihr das? Widerlich. Premium-Schiss. Premium-Schiss. Guck mal, wenn man diese Dinger hier frisst, dann stirbt man oder hat für immer und ewig eine Lebevergiftung. Aber wenn man
diese Dinger hier frisst. Genau. Die sind gut. Die kann man fressen. Hier, das schmeckt wie Möhren oder wie das heißt. Hier vorne ist eine Behindertentoilette. Und da haben wir jetzt gerade Wasser aufgefüllt. Diese zwei Flaschen. Die waren leer gewesen. Weil wir dieses Wasser zum Kochen missbrauchen müssen. Das ist ganz wichtig. Ich wäre eine Kalkablagerung. Das hier, das ist die kleinste Straßenbahn von ganz Deutschland. Und damit fahren wir jetzt durch. Die ist richtig laut oder wie das heißt. Durch meine Zahnlücke passt eine Titte durch. Das hier, das ist diese urinfarbige Bahn, wo wir jetzt gerade drin sitzen. So. Ja, widerlich. Hier, guck mal. Das ist, wie heißt das nochmal? Wasser. Und genau, das läuft nach da ganz hinten irgendwie lang. Wahrscheinlich. Und wir laufen jetzt noch Richtung da lang. Wir sind hier auf diesen Holzbalken oder wie das heißt. Und hier sind überall diese Steine und sowas. Das sind aber viele hier, diese Steintürme, die hier rumwachsen. Hier auf diesen vermorschten Ast. Und auf diesen vermorschten Ast, der so richtig morsch ist, da wachsen auch ganz viele von diesen Dingern hier. Die sind alle hier drauf. Und ich habe keine Ahnung warum. Die laufen die ganze Zeit berghoch oder wie das heißt. Zu dort hin, wo wir heute pennen werden. Guck mal Leute. Da vorne ist ein Fels. Das wollte ich euch Bescheid gezeigt haben. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade angekommen sind. Aber das ist dieses hier. Mit ganz viel Felsen und sowas. Und das da vorne, das ist Aussicht. So, und hier geht das tödlich nach unten. Hier kann man sich verunglücken. Hier vorne ist eine Tropfsteinhöhle, aber ich habe kein Licht dabei jetzt gerade, in diesem Moment. Voll Fettfelsen, oder wie das heißt. Das müsst ihr unbedingt auch mal angucken und sowas. Und hier vorne ist so ein Felsspalten, oder wie das heißt. Genau, und das ist unser Pennplatz für heute. Mit diesem Ausblick, oder wie das heißt. Yeah! Action! So, fressen ist fertig. Achso, Helmut hat Besteck geschnitzt, weil wir haben schon wieder
Wie in der Zugspitzenwanderung am letzten Tag. Ja. Den, wie heißt das nochmal, Besteck, Schließfach vergessen. Schmeckt gut. Das freut mich. Ach so, guten Morgen. Das habe ich vergessen zu sagen. Guck mal, da vorne auf diesen Felsgebirge, da haben wir heute gepennt. Und da entfernen wir uns jetzt gerade. Frühstück gefunden. Die sind richtig frisch. Du mal mit unseren verransten Händen. Wo Walddreck dran ist, schön Salami schälen. Zum Fräsen. Das ist hier schon mal tot. Immer das. Sieht mir tot aus. Es hat gerade geregnet. Und jetzt fängt das schon wieder an, hier ein bisschen rumzuregnen. Das stört uns, das nervt uns, das belästigt uns. Das ist richtig widerlich. Das ist wie als ob man meine letzten Gehirnzellen aus meiner Nase herausdrückt. So ungefähr ist das. So widerlich ist das. Hier, diese ganzen Tropfen, die fallen auf unseren Kopf drauf. Die belästigen uns. Blume gefunden, wo Staub hier rauskommt. Viel zu nass. Bäh. Aber genau hier ist vorne ist auch eine Blume, wo Staub rauskommt. Da vorne sind Felsen. Und da klettern wir gleich hoch. Mit dieser Tasche. Und so. Und so. Guck mal, wir sind von da unten hochgelaufen. Und hier vorne sind diese Fels. Ach scheiß Kamera. Nee, das ist eine gute Kamera, aber diese Halterung ist mir umgekippt. Genau, und hier vorne sind diese Felslandschaft, oder wie das heißt. Ach so. Hier. Ja, genau. Diese Dinger hier, die sind richtig geil. Die müsst ihr alle mal fressen. Die sind richtig geil.
Die sind fantastisch. So, jetzt laufen wir mit dieser Tüte weiter. Achso, übrigens, mit dieser Tüte haben wir die ganze Zeit gelaufen, schon seit gestern. Und damit laufen wir jetzt hoch. Diesen Weg zu unserem heutigen Schlafplatz. Hier sind ganz viele Treppenstufen, oder wie das heißt. Hier gelaufen wir jetzt hoch. Von da unten sind wir Maden gekommen. Wir sind hier hochgeklettert. Das wollte ich euch Bescheid gesagt haben. Und jetzt klettern wir weiter hoch. Guck mal, wir sind von da unten hier hochgekrabbelt. Hier über diese komischen Treppen hier. Erstmal darauf ein Bier trinken. Genau. Gib Prost. Oben ist das Seil in Ordnung. Es ist nur unten, wo es eine Beschädigung hat und eine Sehne raussticht. Und das ist immer noch rutschig, ne? Ich tue natürlich ein bisschen, wenn ich runterkomme, noch die dritte ein bisschen abwische, ne? Vom Sand. Ja, hier ist eigentlich schon safe. Ja, also. Ja. So, die Sachen sind schon da oben. Und der Helmut, der klettert jetzt da oben hoch. Wenn man da hoch, wie steil es hoch geht. Da ist das Bier vom Helmut, das ist ein Feldschlösschen, ja. Das würde jetzt gleich hochfahren. Ein einziges Bier. Die Schuhe muss ich mir noch ein bisschen sauber machen, dass der tödliche Absturz auch perfekt ist. Ja. Genau. Das muss rein sein. Mit einem einziges Bier in meiner Hose steige ich auf. Also wenn ich tödlich verunglücke, dann ist es halt meine Schuld. Weltfrieden. Das hast du gut gemacht. Da muss ich gleich auch hochklettern, weil wir haben dieses Bier hier vergessen. Genau, das ist der einzige Grund, warum wir schon wieder hier runtergeklettert sind, damit wir das hier hochtragen können. Die Bierdose ist hier drin.
in diesem Gefäß. Im Helmutsack. Im Helmutsack ist es drin. Wir sind gerade von da unten hochgelaufen. Von hier oben sind wir hochgelaufen. Und wir müssen noch viel mehr weiter hochlaufen. Das ist ganz wichtig. Bis da nach ganz da oben hin. So, wir sind von da unten hier hochgelaufen. Hier. Wie heißt das denn mal? Im 90-Grad-Winkel hochgelaufen. Zu diesem 90-Grad-Winkel hier. Hier, wo diese Sprossen sind. Diese Metalldinger. Da sind wir hochgelaufen. Und jetzt? Und jetzt gelaufen wir nach da oben hoch irgendwie. So ungefähr. Und das da oben? Irgendwo da ganz oben, das wird unser Pennplatz sein. Da werden wir irgendwann pennen. Ich bin eine Bazille. Ja, und der Helmut, das ist so ein Frührentner geworden, dass er nur noch ein einziges Teilchen ist. Im Universum. Eine Mikrobe. Ja, die ist groß, die Mikrobe. Eine Einzeller. Es sind gerade ganz viele Spinnenweben gegen meine Fresse gefallen. Die haben mein Augenlicht ganz kurz ausgemacht, oder wie das heißt. Genau. Und hier vorne ist eine Schlucht, oder wie das heißt. Ach Scheiße, ich habe eine Dose verloren. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig bakterienhaft. Erstmal fressen. Ich bin ganz oben, oder wie das heißt. So ungefähr, fast. Da drüben ist ganz oben. Ja, genau. Hier vorne ist schon mal erste Aussicht. Und die Pflanzen, dieser Birkenbaum, was hier wächst, das schmeckt gut. Das ist frisch. Das ist richtig geil. Wenn wir gleich da ganz oben angekommen sind, dann werden wir erstmal Bier trinken. Das schwöre ich euch. Guck mal, hier vorne geht das ganz tief weit runter, oder wie das heißt.
Es ist Schlucht oder so nennt sich das ungefähr. Weil der Gipfel da drüben ist, muss ich hier rüberspringen. Jetzt gerade, ja. Und genau, hier werden wir jetzt gerade gleich Bier trinken. Genau an dieser Stelle. Und nicht anders. Boah. Es ist widerlich. Ich mag kein Bierausscheidung. Das kann ich verstehen. Gib Prost auf unser Gipfelbier. Guck mal da ganz hinten, da haben wir gerade einen Specht gehört. Also diese Viecher, die hier diese ganz langen die hier diese Schnabeln haben, die hier vielleicht irgendwie bei wie heißt das Ding? Ohr, genau. An mein Ohr rangehen können, um da ein Stück Gehirn rauszuholen. Das da vorne haben wir gehört gerade. Ach ja, guck mal da ganz hinten, da unten, da sind irgendwie ganz viele Bäume umgekippt. Das haben diese komischen Käfer gefressen. Deswegen, so du aus diesem großen Idiot. Das war der Fichtenborkenkäfer. Also das männliche Tier fliegt rein, ne? Ja. Und legt eine Rammelkammer an und dann lockt es praktisch mit seinen Duftstoffen das Weibchen an und da drin wird dann gerammelt, in der Rammelkammer. Ja. Der Fichtenborkenkäfer. Junge. Da muss ich jetzt runterklettern. Hier darf auf jeden Fall kein Mensch lang, der hier mit einem Bein umknicken könnte. Beziehungsweise viel zu unsicher ist, um hier hochzulaufen. Scheiße. Die ganzen Bierdosen, die müssen alle mitgenommen werden. Aber die nerven so richtig. Das ist widerlich. Es war ein bisschen zu steil gewesen, oder wie das heißt. Hab wieder gelaufen, immer noch weiter durch Aussicht. Ja, wenn man hier ausrutscht, oder wie das heißt, dann fällt man ganz weit runter auf den Kopf drauf.
Das schwöre ich euch. Genau, und hier unter diesen Felsen machen wir jetzt Pause. Und wir haben diese Aussicht, oder wie das heißt. Da geht es ganz tief weit runter. So, wir haben uns hier hingelegt, auf diesen Wegesrand, um etwas Pause zu machen. Und ich werde jetzt erstmal darauf ein Bier trinken. Gib Prost. Also, ja, da hinten sind ordentliche Wolken da hinten, wenn ich ehrlich bin. Aber die gehen in die andere Richtung. Da liegt sie, die Verstrandung. Eine richtige Verstrandung ist es. Ja, ja. Originalverstrandung und Verransung. Eine richtig schöne Premium-Verransung. Und da unten, da sieht man die Fichtenborkenkäfer. Die Feinen, die uns überhaupt dahergeführt haben. Guten Morgen, ich habe hier gepennt. Und weil, guck mal, wir haben eigentlich genau hier gepennt. Auf dem Gehweg. Aber weil es gestern ganz plötzlich in Strömen geregnet hat, mussten wir die ganzen Sachen hier hintragen. Damit wir hier unter diesem Felsen hier geschützt sind. Und jetzt wird Fressen gemacht. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Wir haben kein Wasser mehr. Das ist richtig widerlich. So, dauert nicht mehr lange und dann ist Fressen bald fertig. Und guck mal, es regnet so ein bisschen schon wieder. Es fängt schon wieder an. Und wir lassen hier diese leeren Wasserflaschen hier auf. Und das hier. Damit dann noch mehr Wasser reinkommt. Von da oben, von da, wo diese ganzen Wolken sind und uns mit diesem ganzen Wasser hier belästigen, dass das dann die ganze Zeit auf unser Kopf tropft und so weiter. Das genau dieses Wasser und kein anderes, das fangen wir hier auf. So, Fressen ist fertig und wir haben immer noch kein Besteck. Das heißt, wir essen hier mit Holzstäbchen. Wieder auf jeden Fall gutes Essen. Guck mal, wegen diesem Regen, was heute Nacht kam, ganz plötzlich, habe ich hier gelegen. Da, wo das hier von meiner Isomatte eingedrückt ist. Wegen diesen Felsen hier. Und dieser Regen, dieser ganze Wasser, der ist irgendwie von hier runtergelaufen. Das war hier ganz alles voll gewesen. Dieser Bach. Und das hat so ein bisschen auf meine, wie heißt das Ding, mein Pullover getroffen, dieser Bach. Da ist da Wasser irgendwie drüber gefahren. Und guck mal, wir hatten ja heute Morgen kein Wasser gehabt. Und wir haben immer noch kein Wasser. Diese paar Tropfen, die vorhin von da oben runtergefallen sind, das war zu wenig Tropfen gewesen. Das war nur ein kleiner Klecks, das war's. Das heißt, wir müssen unbedingt Wasser finden. So, die Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zurück.
Hier ist Fels. Ein Premium-Felsenranz. Hier ist Fels. Hier vorne sind noch mehr Felsen, die hier rumstehen. Diese fettigen Steine. Diese richtigen Vollfettsteine. Hier vorne sind noch mehr diese Vollfettsteine. Die ganz fettigen. Da kann man auch hochklettern, an diesen Spalt. Aber wir klettern jetzt da nicht hoch, weil diese Tasche ist zu fett dafür. Weil ich würde sonst mit diesem Rucksack in dem Spalt feststecken. Und vielleicht nicht mehr runterkommen oder so. So, jetzt steigen wir das hier wieder runter. Jawohl, ohne Natururin wäre diese Tour nicht möglich gewesen. 1A Leistung, Bruder. Wir sind gerade von da oben runtergeklettert. Und das ist vielleicht die Hälfte oder so von diesem Abstieg. Guck mal, von da oben sind wir gekommen. Und jetzt klettern wir hier runter. Bis da ganz unten hin. Und guck mal, diese Tasche ist mit dem ganzen Essen und Bieren und so weiter hier runtergefallen. Es muss doch alles aufgefegt werden. Das sind die Premium-Ranz-Klettersteige der Sächsischen Schweiz. Achtung, vorsichtig. Premium. Premium, richtiges Premium hier. Premium-Pilsener. Archie, ich lass dir gleich den ersten runter, ne? Wir sind gerade von da oben runtergeklettert. Und wir brauchen immer noch Wasser. Deswegen laufen wir weiter, bis wir dann dieses Wasser gefunden haben. Nach Richtung Dahlak. Das ist ganz wichtig. Wir haben voll den Pappmaul, oder wie das heißt. Aber wir brauchen Flüssigkeiten. Also das ist ja jetzt hier der letzte Abschnitt, ne? Der dauert noch 30 Sekunden, ne? Und dann müssen wir sagen, wir haben die 24 Dosen Natururin-Challenge auf jeden Fall stramm gemeistert. Ne? So ist es. Jetzt ziehen wir eine schöne Resümee von dieser 24 Dosen Bier-Challenge. Wie fandst du die? Sag was? Natururin, sag was? Ja. Der ist völlig geplättet. Genauso wie der Ranzler. Premium Wanderwege der Sächsischen Schweiz, nur zu empfehlen. Guck mal, da drüben, da ist Fluss. Jetzt können wir gleich erstmal Wasser auffüllen und saufen. Nee. Ja. Sehr gutes Trinkwasser. So, jetzt werden diese ganzen Sachen hier sauber gemacht.
Weil da war ja ein, wie heißt das Ding, eine Soße drin gewesen, die ist aufgeplatzt. Und hat die ganzen Sachen dreckig gespritzt. So, guck mal. Dieses Ding hier, das haben wir mit ganz viel Wasser befüllt. Und das schleppen wir zu Bad Schandau erstmal. Und wir fahren gleich mit der Straßenbahn dahin. So, wir sind gerade mit dieser Straßenbahn hierher gefahren und jetzt werden wir erstmal gleich Bier kaufen gehen. Und darauf werden wir jetzt erstmal ein Bier zusammen trinken. Schaumbier. Ich kriege erstmal ein Schaumbier. Geprost. Und gleich wird neues Bier gekauft. Weil das sind die zwei letzten, die noch geschlossen sind. So, guck mal. Hier sind die ganzen Sachen und so weiter. Genauso wie hier. Und wir haben uns so geeinigt, weil wir ja ein 20-Liter-Beutel voller Wasser dabei haben, dass Helmut einmal einkaufen geht und ich hier auf die Sachen aufpasse. Weil das sonst aber zu schwer wird. Mit dem 20 Liter Wassersack. Den werden wir bald für etwas benutzen. Ich gucke mir diese alten, urinfarbigen Straßenbahnen hier an. Die so klein sind und sowas. Und so laut und so. Das sind diese Straßenbahnen, womit wir gefahren sind. Die sind richtig geil alt. So, Helmut ist wieder zurückgekommen. Geprost. Jetzt haben wir neues Bier und Essen. So, jetzt wird Geschirr gewaschen. Jetzt wird Essen gemacht. Jetzt wird Essen gekocht. Auf dieser Tischtennisplatte. Ach ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass wir schon nachts haben. Dass es dunkel geworden ist. Das war ganz wichtig gewesen, dass ich euch das erzählen tue. Das ist Standard. Wenn man mit einem behinderten Bundeskanzler unterwegs ist, dann leidet oft die Essensaufnahme. Aber wir werden geil fressen. Oh ja. So, Fressen ist fertig. Ist wieder gutes Essen. Guck mal, Helmut hat eine Zecke am Ellbogen gehabt. Und ich hatte eine Zecke genau hier im Gesicht gehabt. Da wo dieses, wie heißt das doch mal, wo dieser Punkt ist. Keine Ahnung, ob man das mit meiner Kamera auffangen kann. Aber genau hier habe ich eine Zecke gehabt. Die hat mich gerade gebissen. Dann habe ich das mit dem Finger hier so rausgezogen. Ich dachte, das war ein Pickel oder sowas. Das war nervig. Das ist richtig widerlich. Prüfen, ob ich dann später irgendwann Borreliose in mein Gehirn bekomme. Da bin ich ganz gespannt drauf. So, wir pennen hier im Spielplatz. Guck mal. Ich bin eine richtige Bazille. Guck mal, das Wasser fließt hier runter.
Das macht das. Ich habe gerade gepinkelt und jetzt sind wir noch weiter am Bier trinken, weil ich habe noch mehr Platz im Magen. Deswegen geht das. Bierpower! Jawoll.